Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner zweiten Landkarte bei Transportfieber 2. So, wir sind hier im Bahnhof Dresden und da haben wir in der letzten Folge ja einen Güterbahnhof gebaut und den wollen wir heute fertig bauen bzw. die Güterversorgung für die Stadt Dresden vom Güterbahnhof umstellen. Als erstes brauchen wir hier ein Terminal für die Güter. So, da wollen wir mal schauen. Gebäude. Güter. Da haben wir es doch. Ja, dann nehmen wir das Teil. Das können wir schön groß bauen. Und das setzen wir hier. Rein. Und können das dann nach links ausbauen. So. Erstmal bauen wir das aus mit mehr Platz bzw. erstmal längere Plattform. Na komm. Und noch eine. So, jetzt brauchen wir Gebäude. Kriegen wir da hier? Nee, hier kriegen wir keine ran. Hier kriegen wir ran. Und hier. So, dann brauchen wir noch einen Straßenzugang hier oben. Und da können wir noch Gütergebäude anbauen. So, und da kriegen wir noch eine kleine hin. Wir bauen das richtig voll. Da fangen wir wieder an mit dem kleinen. So, das war's. Jetzt brauchen wir die Straßenanschlüsse. Ja, dann machen wir das so. Nee, hier hätte ich gerne die Kurve. Jetzt müssten wir doch verbunden sein, ja. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir noch einen Wegpunkt wahrscheinlich. Machen wir hier mal so diesen, dass hier Flugverkehr ist.
So, da haben wir mal ein paar Wegpunkte. Und jetzt wollen wir mal sehen. Wir fahren ja gar nicht. Dass wir uns jetzt langsam die Güterzüge umlegen. So, der fährt hier rein. Linie verwalten. So, von Dresden fährt er über dieses Signal. Das ist dort, das muss raus. Und in Dresden hinzufügen. Und da fahren schon welche durch. Und da fliegt Dresden raus. So, und der kommt. Er soll auf Gleis 6. Dann ist die Dresdner Bahn jetzt schon fast leer. So, da haben wir den ersten. Das muss ich noch mal gucken. Er bringt Brot. Nicht die Fahrzeuge verwalten, sondern die Linie. Auf die Linie klicken. So. Und Dresden Transfer geht raus und da soll der hier rein. Und das Brot soll er auf der 6. Und darf die 5 mit benutzen. So, und dort soll er vollladen. Maximale Wartezeit. Und da fällt das Dresden-Transfer raus. So, jetzt müssen wir nochmal die Linie nehmen. Ob die alles erreicht. Nee, das war es nicht. Hier haben wir doch die grafische Übersicht des Brotes. So, wir erreichen nicht alles. Hier, das kann zum Beispiel die Teslastraße kann weg. Hier ein paar sind. So. Den lassen wir hier rumfahren und dann lassen wir den hier halten. Fährt die Straßenbahn. Ja. Dann lassen wir hier halten. Dann fahren wir hier rum. Hier halten. Hier vorne halten. Dann erreichen wir die. Und auf dem Rückweg lassen wir noch mal hier halten. Linie verwalten. Das ist jetzt Dresden West, okay, und die fällt weg und die fällt weg. Und jetzt haben wir gesagt, er fährt hier lang. Ja, das legen wir noch mal um. Das legen wir noch mal um.
Wir fahren hier hinter. Dann fahren wir hier rum und dort vor, ja. So, jetzt sind die gelben Autos alle weg, ne? Da sind wir. So, Linie verwalten. Linie verwalten wir jetzt. So, da kommt als erstes hierher, dann soll er hierher fahren, dann soll er hier rüber fahren, dann hält er nochmal hier vorne, dann soll er hier nochmal halten. Haben wir schon mal die Brotlinie umgelegt. Die nächste Linie. Aha. Da kommt von der anderen Seite. Der kann. Kommt gar nicht, der kommt von hier unten. Nee. Das ist ein anderer. Der kommt von hier oben, da können wir das einfach. Auf die 5. Jetzt müssen wir uns noch mal die hellblaue, dass da hier alles entladen tut. So, da haben wir das Brot komplett draußen. So, die nächste Linie ist Brot für Dresden. Nochmal Brot. Wie viel Brot bringen wir denn hier nach Dresden? Das ist ja Wahnsinn. 3 Brotzüge. So, da fährt. Hier ist das Signal nicht. Da können wir dann direkt sagen, er soll hier mit reinfahren. In Dresden rausnehmen und hier soll er alles entladen und er soll hier in die 2 nee, der soll hier mit in die 6 fahren. So viel Brot. So, haben wir jetzt einen Fehler. Haben wir einen Zug. Dass sich dadurch verfahren hat. So, was haben wir denn noch hier zu bieten? Treibstoff für Dresden. Der kommt auch von hier.
Das Signal ist bei Sonnenwalde, also ist es okay. Und der Treibstoff. Dann die Dresden raus. Alles entladen. Und da sind der 2, da kann er bleiben, das passt. Jetzt müssen wir die LKWs noch. Treibstofftanker, die Linie, da müssen wir mal schauen, ob die noch aktuell ist. Ja, der fährt hier mit Treibstoff und woanders nicht. Das ist aktuell, das ist okay. Dann können wir den direkt von Dresden Transfer umlegen nach Dresden West. Das nehmen wir raus. Er soll vollladen. Maximale Wartezeit. Bei uns wird nicht leer gefahren. Und nur Treibstoff. So, und hier soll er auf die 1 gehen. Und darf die 2 mit benutzen. Ja. Warum macht er das nicht? Ach nee, hier. So. Da haben wir die Treibstoff-LKWs raus und umgelegt. Jetzt muss er noch ein Zug da sein. Nee. Was sind das andere? Der LKWs. Steine. Ich glaube, die Steinezüge haben wir eingestellt. Wir fahren direkt Steine. Eine 2. Nehmen wir Hunde mal. Kies, Steine, Steine. Die gelbe fährt Kies. Die gelbe fährt Kies. Kies. So. Und das ist Kies 1. So, und die fahren Steine in die Rosenstraße. Das auf, das sehen wir. Hierher fahren die Steine. Ne, hierher. Ja, das passt. Das passt. Aber die Fahrzeuge tue ich ändern. Wir nehmen da diese Pritschen. Da sehen wir die Steine drauf besser, die hier. Kriegen die Linienunterhalt und die Linienfarbe machen wir so. So, jetzt haben wir hier oben eine Fehlermeldung. Ach, der Treibstoffzug. Ja.
Ja, da muss er mal leer fahren. Da dürfte jetzt nur noch Personenverkehr sein. 5-mal Personenverkehr. Und zwei fahren durch. Was sind das Rote von der Linie? Waren für Frankfurt. Wenn wir das rausnehmen, fährt er hier durch. Perfekt. Noch einer weniger. Und die Steine, die müssen durch. Die Steinezüge. So, da haben wir. Was ist denn das für ein Kramer? Was ist der noch? Leipzig? Steine, Steine. Und dann haben wir hier Dresden, Sonnenwalde und der Städte-Express. Den Städte-Express malen wir uns mal um, den malen wir mal blau. So. Dann haben wir den IC nach Rostock. Tja, da haben wir Dresden leer. Dann können wir erst einmal die Fläche zurückgeben. Da bauen wir natürlich noch eine Straße durch, wie wir sie wollen. Da bauen wir dann gleich eine große hier rüber. So. Und die setzen wir auch um. Die kommt raus, da kommt eine kleine Straße hin und die geht dort noch mit rein. So. So kann der jetzt hier schön weiterbauen. Und man könnte den Personenbahnhof umbauen. Da wir jetzt Platz geschaffen haben. So, hier läuft jetzt 4 Züge. Gibt in Dresden alles geliefert. Ach, die brauchen noch Treibstoff. 3 Züge mit Brot kommen. Steine fahren wir direkt und Werkzeug ist alles da. Perfekt. Die Tanker, die transportieren das alles weg. Ja, da haben wir noch Kapazität frei. Warten, bis der nächste Zug kommt. Das muss ich ja erst einspielen. Ja, hier müssen wir ein paar Bäume wegreißen.
So, da haben wir die Landepiste frei. Jetzt müssen wir mal gucken. Deshalb den Augenblick hier lang fahren. Ah, da kommt der dort nicht rein, der muss von unten reinfahren. Ne, die nehmen wir raus, die Wegpunkte, sonst kommt der nicht hin. Den grünen schicken wir. Ach. Den grünen schicken wir von oben rein. Also hier abbiegen und hier reinfahren. Genau. So, jetzt müssen wir den gelben noch mal sagen. Dass der in Dresden die 6 in die 5 nehmen darf. Genau. So, ich warte eigentlich auf den Zug, der hier was bringt. Auf einen Drahtzug. Der ist nicht ganz voll, der ist unterwegs. Der ist auch unterwegs, der ist leer. Und der kommt von hier oben. Ja, da können wir noch einen Zug einsetzen. Das macht sonst keinen Sinn. Bei der Entfernung. So, da haben wir aus Dresden eigentlich die Industrie raus. So, bis auf die 2 Steine-Züge. Fährt hier nichts mehr durch. So, was kommt hier? Treibstoff, der ist leer. Haben wir 3 Züge. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt Sonnenwalde, der fährt durch nach Frankfurt. Ja, den müssen wir so lassen. Den können wir auch nicht höher schicken. Was sind hier für ein Zug? Dann haben wir 2 Kohlezüge. Die fahren hier am Wasser lang. Bring die Kohle hierher. Ja, wir haben gerade Autosee. Ich habe mich jetzt gewundert, warum der hier steht so. Jetzt ist Autosee per se. Ja, da könnte man auf diese Länge noch einen 3. Zug einsetzen. Werden wir auch machen. Wir klonen den einfach. So.
Jetzt gucken wir mal in Dresden. Ja, das läuft alles. Ja, und so viel steht hier nicht rum. Das ist okay. So, und wie machen die sich? Die machen zumindest Gewinn. Wobei wir den hinteren, wie viele Fahrzeuge haben wir? Vier. Einer ist unterwegs dort. Nee. Den jetzt übersehen. Hier 84. Einer hat abgeladen. Der kommt jetzt runter. Und der ist fast voll. Nee, da nehmen wir noch. Produzieren schon voll. Naja, die machen Gewinn, da ist man den drin. Sehr. Tja, da gucken wir mal nach dem Bahnhof. Das war hier Dresden Neustadt. Der braucht Platz. Muss man mit die Straße auch wegnehmen. Das muss alles weg hier. Die Haltestelle. Möchte ich eigentlich jetzt gar nicht hier einbauen. Da kommt der nächste.
kollidiert denn der? Ach, hier ist noch eine Schiene. So, komm, aber ab auf den Platz. So, jetzt müsst ihr reinpassen. Ja. Warte mal, 1990, da sieht der Schmucker aus. 320 Meter Oberleitung, zweiter Straßenanschluss. Das ist da hinten. Da setzen wir den mal ein Stückchen hier hinter. Und da können wir dort mit einer Straße durch. Wir nehmen die Straße hier vorne. Und die hier. So, er ist gesetzt. Gleise. Jetzt müssen wir noch hier. Wir müssen leider weichen. Dann die Häuser. Beziehungsweise Bäume, wo sind sie? Mit dem Radierer geht das besser. So, wir bauen erst einmal die eine Seite. Wir müssen... Moment. Wir machen erst mal die Straße. So, Ortsstraße, mehrspurig. Wieso will der nicht hier durchbauen? Sind zu groß. Gefällt mir die Straße nicht. Gefällt mir nicht. Aber hier. Gerade. So, hier brauchen wir elektrisch. Okay. Und dann brauchen wir eine kleine. Müssen wir dort anschließen. Und ja, dann brauche ich eine Kurve. Und dort. Jetzt fahren wir mit der großen weiter. Dann müssen wir dort reingehen und dann gehen wir hier weiter. Gerade. Und dann machen wir hier die Kurve rein. Nee, gefällt mir nicht. So gefällt es mir besser.
So, jetzt brauchen wir noch eine Haltestelle für die Straßenbahn am Bahnhof. So, da haben wir die wieder hergestellt. Ja, dass der hier nicht rüberfahren kann. Warum auch immer ich hier keine Straße bauen kann, das erschließt sich mir nicht. Dann geht er sofort auf Kollision. Naja. Vielleicht baut er es dann mal. So, jetzt brauchen wir Gleise. Und zwar gerade raus. Und die behalten wir gerade hoch. Können wir nämlich dann eventuell hier einen Tunnel bauen. Den können wir noch mal wegnehmen. So, ich würde gerne hier den Straßentunnel ansetzen, wenn wir hier noch mal gerade rauskommen. Hier rastet es ein. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier so schön gemächlich rauskommen mit dem Kreuzungsweicher. Bis dort rein. Das ist eine gute Einfahrt. Und von hier, hier rein. Und da haben wir schon die Kreuzungsweiche eingebaut. Das ist schon mal perfekt. Ne? Und jetzt gehen wir einfach von dem Gleis in die freien Reihen. Ah, ich muss von innen anfangen. Ich muss von innen anfangen. So. Dort rein. Und von dem dort rein. So, und hier das gleiche. Von dem nach innen. Und dorthin. So, jetzt müssen wir hier in die Kurve gehen. Und dann müssen wir hier noch ein Stückchen wegreißen. Wir brauchen die Brücke gar nicht so vierspurig. Weil wir gar keine Güterzüge mehr hier rüber schicken. Also wir schicken ja zwei Güterzüge. Ach ja, wir schicken doch zwei Güterzüge. Die lassen wir außen rumfahren. Wir schicken doch zwei Güterzüge, na klar. So, jetzt nehmen wir mal halt das Innengleis und schauen mal, was der uns hier anbietet. Ja, und der macht nur Müll, weil hier noch Gleisreste stehen. So, jetzt können wir es nochmal probieren.
Da bringt er uns eine 100, eine 83 in der Ausfahrt. Ja, das ist okay. So, und die Gütergleise. Da habe ich noch eine tolle Idee. Die schicken wir hier mit lang. Ja. Die schicken wir außen lang. Gerade wegen der Weiche. Die schicken wir hier außen lang. Die können rein, müssen aber nicht. Genau so machen wir das mit dem Gütergleis. Halt. Das schicken wir hier bis in die Kurve. Ja, 81, ja, das ist okay. Und dann schicken wir das. Da kann der mit dem gleichzeitig durchfahren. Also könnten vier Züge fahren. So, jetzt müssen wir das Depot natürlich versetzen. Und die Straße hier. So, hier wollten wir einen Tunnel buddeln mit der Straße. So, da wollen wir doch mal sehen, ob wir hier in den Tunnel kommen. Wenn wir hier jetzt das mit M, ja, mit N runterdrücken. Kommen wir in den Tunnel. Jetzt ziehen wir das auf der Seite noch ein Stückchen. Wir gehen da rein und da rein. Ja, das sieht blöd aus. Machen wir das so und so. So, da haben wir jetzt hier eine Unterführung. Ja, das geht. Klar, mit einer Brücke wäre das natürlich besser, aber da kriegen wir das Gleis nicht so hin. So, dann tun wir ein Stückchen glätten. Glätten, 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 da und da. Das ein Stückchen anpassen hier. Bahndamm. Hier müssen wir mal ganz kurz ein Stückchen hoch. Und Bahn dann noch ein Stückchen höher. Und jetzt das BW. Da müssen wir mal gucken, wo die Weichen aufhören. Wenn wir hier rausziehen, Steigung zu groß. Ja, wir wollen ja gerade raus, da muss das gehen. So. Wenn wir hier so schräg reinfahren, erreichen wir eigentlich alle Gleise. Ich baue das mal, mal sehen, ob es funktioniert. Nee, die geht. Ja, wir wollen ja in die Richtung.
Und die wollen wir nicht. Doch. Aber hier müssen wir nicht rein. Hier fahren wir raus nur. Ja, dann wollen wir hier das BW hin. Gebäude, Betriebswerk. Was ist das? Ach, wir haben hier ganz feine Sachen. Wir haben hier ganz feine Sachen. Ganz neu, ganz neu. Ich sehe schon, das wird eine Doppelfolge hier. So, wir müssen da mal den anpassen an die Höhe. Das machen wir so. Wir ziehen uns jetzt die Höhe hier raus. Wir machen das hier auf die Höhe. Dann bauen wir hier das BW hin. Ein richtiges schönes Betriebswerk. So. Mit Drehscheibe. Wir müssen das noch ein Stückchen drehen. Wir müssen das andersrum drehen. Dass wir hier das mal so. Mal sehen, was passiert. Hier ist der Gleisanschluss. Und da bauen wir noch was daneben. Lang. Da ist es. So. Da haben wir ein schmuckes BW. Jetzt brauchen wir hier mal noch schnell für das BW ein Zwergsignal. Für die Ausfahrt, da könnte man auch ein hohes nehmen. Wie sieht denn das aus? Na, ich komme nicht ran. Ja, passt. Und weil wir gerade hier sind, Einfahrtssignale. Also hier geht's rein. Dann machen wir hier einen Block. Ein Blockende. Da haben wir dort die Einfahrtssignale. Und auf der Brücke haben wir dann die nächsten. Das ist alles okay. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Zwerge. Für den Bahnhof. So. Wo ist er denn? Wie weit können wir denn? So, da haben wir das vermint. Der mit dem Güterzug, der kann ja hier durchfahren. Den können wir bis hier vorschicken.
Der hat dann auch schon Einbahnstraße. So. Ja, und auf der anderen Seite. Die Straßenbahn muss dort lang. Da muss das hier alles weichen. Die Brücke muss weichen. Die Brücke muss weg. Die bauen wir zurück. So. Und die Gleise brauchen wir, so wie wir sie hier haben, mit dem Überfliegerbrücke auch nicht mehr, weil wir keinen Güterbahnhof hier haben. Das können wir alles zurückbauen. Obwohl. Weg. So, jetzt Gleise. So, wir machen das genauso wie auf der anderen Seite. Erstmal gerade raus. Wo rastet's? Hier rastet's. So. Da gehen wir. Warte mal, die Güterzüge kommen ja von hier unten. Dann fahren wir mal ein Stück zurück. Dann habe ich noch eine Idee. Habe ich noch eine Idee. So, jetzt versuchen wir das mal abzuschätzen, dass wir von hier reingehen. Ne, wir müssen schon in den äußeren rein. So. Und von hier in den äußeren. So. Und jetzt können wir abgehen von hier in den Inneren. Nee. Und von hier rein. So. Jetzt haben wir Autosave. Da müssen wir kurz warten. Dann sprach der lange. So, jetzt nehmen wir von hier rein. So, und dasselbe hier auch. Von hier dort rein. Und von hier dort rein. So, da haben wir die schon mal in alle Richtungen verbunden. Jetzt müssen wir das splitten. Ne, wir müssen das bloß hier rumbringen. In die Richtung. So, ich will aber noch nicht runter. Wir lassen den Damm hier. Und jetzt kommt nämlich mein Trick. Wir fahren hier ja mit dem Güterzug lang.
müssen wir erstmal gerade, weil wir hier noch eine Straße durchbuddeln wollen. Das ist ungefähr gerade, ja. Wir buddeln hier dann noch eine Straße durch. Oder hier. Hier. Sehr gut. Und auf der anderen Seite machen wir das gleiche. So. Und jetzt ziehen wir das runter. So, jetzt will ich hier durch mit dem Tunnel. Da komme ich durch. Dann müssen wir hin, dahin. Ne, wir können ja noch ein Stückchen weiter. Wie sieht denn das hier aus? Na, das geht. Das geht. Das ist okay. Das ist okay, wir können ja hier noch ein Stückchen weg und gehen auf der anderen Seite in den Pfeiler lang. Wir sind ja nicht hier fest gebunden. Wir können ja auch mal Gleise verlegen. So, und hier kommen wir hoch. Und da ist uns der Pfeiler im Weg. Jetzt müssen wir an dem Pfeiler auf der Seite vorbeikommen. Wir sind auf ganz hoch. Ja, das passt. Ne, das passt nicht. So. Und dort müssen wir rein. Dann nehmen wir noch ein Stückchen weg. Und da können wir den Boden können wir einen größeren Bogen ziehen und haben eine höhere Geschwindigkeit. So. Genau so. Und die andere Strecke lassen wir auch einfach runter. Ganz allmählich. Nein, wir wollen schon. Hier sind wir unten. So. Zu weit unten. Da sind wir irgendwie zu weit unten. So. Dann machen wir das nochmal. Jetzt ziehen wir das bis hier ran. Und da haben wir eine ordentliche Geschwindigkeit. So, jetzt brauchen wir hier noch eine ordentliche Schranke. Genau. Und da haben wir eigentlich, ah ne, hier haben wir noch nicht verbunden. Wir müssen jetzt hier runterkommen. Aber auf dem Stückchen kommen wir nicht runter. Aber so könnte man es schaffen. Ich bin ja hier schon mit dem runter. Zumindest ein Stückchen. So, wollen wir sehen, ob das reicht. Wo sind die Gleise? Die Gleise sind weg. Das reicht. Das reicht. Da schnappe ich mir das. Ne, muss ich von der anderen Seite bauen.
muss ich schieben. So. Und jetzt unter die Brücke. Ach, so. Jetzt muss. So, jetzt brauche ich aber. Ja, das ist nicht ohne. Das Gleis. Das muss ich mitziehen. Und das. Das passt nicht mehr. Ich muss nach dem Tunnel, kann ich erst dort raus. Und auf der anderen Seite genauso. Obwohl, da könnte ich. Hundertsechzig. Ja. Jetzt ziehe ich das hier rum. Rein theoretisch ist alles verbunden. Jetzt fehlen bloß noch die Signale. So, dann fangen wir mit den Zwergen im Bahnhof an. So. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir die normalen Signale. Da machen wir mal die Ausfahrsignale. Da haben wir hier ein Ausfahrsignal. Und hier brauchen wir ein Einfahrsignal. Halt, ich habe was falsch gebaut. Das soll doch Einbahnstraße sein. So, jetzt haben wir hier ein Einfahrsignal. Der muss über Weichen kommen, also und der. So, dann kommt ein Vorsignal für die und ein Ausfahrsignal. So, dann machen wir hier noch eins. Streckensignal und hier nach der Brücke. So, und hier haben wir die eine Weiche. Dann teilen wir die Strecke ja auf, wo wir die Güterzüge noch mal rausschubsen. Dann machen wir hier noch mal einen Streckenblock. Ja, das ist so okay. Hier haben wir einen Block. Ja, da können wir noch einen Wegpunkt setzen. Wo sind sie denn? Ich bin schon wieder drüber, denke ich. Wir waren doch hier vorne.
kriegen hier ein Streckensignal, wenn der Bahnhof geschlossen ist. So, und jetzt gucken wir noch mal. Wir wollten ja noch hier eine Straße durchbuddeln. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen gerade machen. Ja, es ist hier ein Hügel. Hier ist noch ein Berg. Den Berg müssen wir noch eliminieren. Das sieht nicht gut aus. So, und das sieht nicht gut aus. Gucken wir mal, wo wir hier die Straße wäre hier ganz gut, wenn wir hier die Straße durchkriegen. Da bauen wir gleich eine große elektrisch, ja, wenn wir die hier durchkriegen würden, bis hier oben dran gleich. Ja, warte mal, hier haben wir noch eine andere Straße. Die muss erstmal weichen. Wichtig ist hier der Tunnel. Und den wollen wir gerade haben. So, jetzt gehen wir mit N. Ne, City Fold ist gar nicht. Shift und N. Wie sieht das aus? Das sieht vernünftig aus. Ja. Das bauen wir so. Und kriegen wir die noch da dran? Jetzt halt. Straße. Da haben wir einen kleinen Knick drin. Hier ist ein Knick. Kriegen wir vernünftig dran, ist doch in Ordnung. Und da kriegen wir die andere Seite auch vernünftig dran. Ja, perfekt. So, dann machen wir ein Stückchen neu. Schön in der Mitte. Halt. Jetzt machen wir mit Kurve. So. Ja, das ist blöd. Das machen wir nicht. Hier brauchen wir ohne Stramm, ohne Tram, aber gerade. Perfekt. So, da haben wir das eigentlich abgeschlossen. Jetzt fahren wir nochmal dort zum Kletten drüber. Ne, falsch, das. Bahndamm.
So, und jetzt haben wir hier so Stellen, wo das Wasser reingelaufen ist. Die holen wir hoch. Warum geht das nicht hoch? Jetzt. Hammer. Ist oben. Und hier. Ah ne, da steht ein Baum, das ist okay. Ja, da haben wir das alles schön umgebaut. Mit dem Bahnhof, der sich sehen lassen kann. Halle Neustadt. Und wie wir die Linien dann umschubsen, kommt im nächsten Video. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich hier den Bahnhof gebaut habe. Und da sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.